Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diamant Type Wedlock. Ja, im letzten Part haben wir ja die Queen verloren, dank einem dämlichen Miltank. Deswegen jetzt Ilion und Petro ein Pärchen bilden. Wie gesagt, normale Typen und dürfen mit allen zusammengepaart werden. Ich habe beide jetzt auf Level 10 trainiert, damit wir eine einigermaßen Chance haben, hier noch zu überleben. Ich, sieht man nicht. Sicher, ich bin Stärke geworden. Los, ich weiß sie das. Sorry für das Text-Walk-Tippen. Ich bin immer noch ein bisschen fertig wegen dieser Szenerie. Nein. Puh, außer dass das schon mal nicht funktioniert. Vergiss es! Wir sind noch nicht am Ende angelangt. Doch, ich bin am Ende meiner Nerven angelangt. Autsch. Autsch. Okay, der Punkt ist so niedrig. Das könnte eng werden. I hope so! Okay, es war Bluebella. Nein, wir werden da nicht wechseln. Heck. Oh, jetzt hat das Ding auch noch Stachelsporen. Boah, eklig. Kennst du das? Elon, du kannst das. Okay, Level 11 für Elon. Was passiert hier? Ich hab verloren! Ich habe verloren. Wie meinst du das? Das war's ja wohl. Das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Ich werde der stärkste Trainer, den die Welt je gesehen hat. Und das weißt du ganz genau. Jetzt ist nämlich mir die Arena-Leiter von den Erzlingen vor. Aber davor muss ich erstmal fleißig trainieren. Moment Center. Okay, setzen wir Petro nach vorne und gucken mal, was für ein Pokémon wir da drüben fangen können. Hoffentlich kommt nicht wieder irgendwas, was mich insta-deft. Ein Golbat! Ja. Petro, please. Okay, das sollte reichen. Pokéball drauf. Hoffen, dass wir das kleine Golbat fangen. Nein! Ach, komm schon!
Lies überlebst. Jetzt sollte es eigentlich generell überleben. So, und jetzt bleib bitte in der Pokéball drin. Thanks goodness, wir haben einen Goldbot gefangen. Okay. Goldbot ist Gift, das heißt, ich darf es mir mit einem Boden-Pokémon-Bar zusammenbringen. Mal gucken, ob das... Ich hoffe, es passt jedenfalls. Damit ich keinen Ärger kriege. So. Ja, gucken wir uns die Kleine doch mal gleich mal an. Ladies, Goldbot, sie ist scheu. Ein interessantes Wesen, ein spezielles sogar. Ungestüm, einfältig, mag süßes Essen und hat Konzentrator als Fähigkeit. Ist mir jetzt dann nicht übel, dass ich die Trainer erstmal ein bisschen avoiden werde, weil ich möchte halt, wie gesagt, ein bisschen erstmal mein Team ausbauen. Und dazu müssen wir erstmal ein paar Pokémon fangen. Jetzt brauchen wir einen Boden-Pokémon. Für die Kleine. Als Partner. Okay, Trainer 1 erwollt. Trainer 2 wird umschifft. Oh, hier gab's noch Pichu Pichu. Okay. Trainer 2 umgangen. Trainer 3 umgangen. Trainer 4 auch. So, von dem kriegen wir jetzt die Dings. Was kriegen wir hier für ein Pokémon? Na komm. Ein Ninjas. Natürlich erstmal Sandwebel ins Face. Jesus Petro, please stop that critting. Ach, jetzt komm, bleib doch einfach drinne. Gut, wenn du einen roten Ball nicht magst, dann werfen wir halt den weißen auf dich. Käferflug. Das bedeutet, ich muss sie mit einem Eis-Pokémon paaren. Oh yeah. So, da haben wir erstmal Nina. Unser Ninjask. Und jetzt wieder umschiffen.
Oh, wir hätten noch eine Chance auf einen Duflor gehabt. Pedro Move. 6. Da, 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 da. So. Was? Wie? Oh, du bist Pika. Du hast es doch bis hierher geschafft. Aber du bist echt langsam, weißt du das? Bist du so langsam, dass Arena leider schon lange wieder weg ist? Sagte, er wollte, oh ja, zur Esslingmine. Ich habe meinen Orden ja bereits, da ist mir das egal, aber... I don't care. Muss man ein paar Pokebälle kaufen? Gucken, wie wir die ganze Sache machen. Und ich würde sagen, ich setze Nina jetzt erstmal auf die Bank. Nein, nein. Lady Skill bereiten wir drin und Nina kommt dahin. Und wir ändern erstmal den Bankhintergrund. Nina bleibt da jetzt erstmal drauf. Bevor sich einer beschwert, dass sie noch kein aktuellen Paar ist, darf ich das machen. Okay, hier oben haben wir noch eine Fangchance. Unser Pokémon von hier oben ist ein Minon. Das kann auf diesem Level noch keine Elektroattacken. Und das ist verdammt gut für mich. Es kann mich nur fucking Donnerwelle. Ich habe keine Bälle gekauft, merke ich gerade. I'm smart. Sehr schön, wir haben das Minon gefangen. Kombiniert werden darf Minon mit einem Unlicht-Pokémon. Und du trägst den Namen... Kreativ. Minus. Wir fänden Blattpuder. Ach du heilige Scheiße. Pedro, move! Roll, wenn du paralysiert bist! Das Ding hat keinen Auswegslos. Jesus! So, dann gehen wir nochmal Pokéballe kaufen. Dann gucken wir mal, was wir alles so haben. Und dann entscheide ich, was ich erstmal so im Team belasse. Dip, dip, na, viel können wir nicht einkaufen. Thank you.
Ein Balderfisch. Jagu. Okay, ist kein Gift, ich habe kein Gegengift. Natürlich kriegst du den Crit-Gift. Ah, und jetzt auch noch Competitive Strats am Start. So, ich werde nur 3 Bälle auf das Baldorfisch werfen. Entweder es bleibt drin oder nicht. Okay, da haben wir... Naru, fühl dich geehrt. Na, macht Linse. So, Sir Poof kommt auch erstmal auf die Box. Genauso wie Minos. Das Einzige, was ich im Team behalte, ist Lady Skill. Dann wollen wir mal schnell noch den Arena-Leiter holen. Dann danach mein Team für die Arena preparen. Petro, move. Ja, super, der Chemdick da. Das hätten wir mit Dings kombinieren können. Das wäre auch super richtig geil gewesen, die 2 Speed Stretch am Start. Hast du ausweglos? Ich glaube, das ist ausweglos.
Honig. Oh, hier gab es sogar Sichlor. Na komm, please. Ha, lehne dich zurück und staune. Mit der Attacke zu drüber kann man Felsen aus dem Weg räumen. Felsen müssen aus dem Weg geräumt werden, wenn sie den Pfad blockieren. Sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, ist ein Pokémon dazu fähig. Also musst du den Arenaleiter besiegen. Und das bin ich. Spiel dich nicht so auf! Gab's hier drüben noch ein Item? Oh, please, hab nur Techniker. Das ist eindeutig Techniker! Ach, komm schon! Wisst ihr was? Für diesen Fall benutze ich jetzt die Zauberasche, ganz ehrlich. Damit Zauberasche, Müll. Willkommen back, Petro. Willkommen back. So. Damit endet der Part hier auch erstmal. Verfluchtes, verdammtes Sichlor! Oh! Na gut, so, dann kommt mir die Zauberasche. Ich weiß, ich hätte es nicht von Kapodoros benutzen können, aber das wollte ich nicht. Weil Kapodoros lernt eh nicht mehr so viel und deswegen. Und bei Petrus ist es einfach. Es ist Bindung. Und daher, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich mich für die Arena prepared habe und dann. Wird's alles besser, hoffentlich. Wenn nicht schon wieder irgendwelche Kretten in sich loskommen, die mich einfach nicht flüchten lassen. Bis dahin, ciao.